Willkommen bei Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um meinen Lupo. Viele da draußen haben mich gefragt, Yunus, was hast du alles ausgegeben, damit du die 400 PS erreicht hast? Heute werde ich das Ganze einmal aufzählen. Es werden zwei Kategorien geben. Der erste wird sein auf jeden Fall Motor verstärken, was das Ganze gekostet hat. Und das zweite, damit wir 400 PS fahren können, das heißt Turbokrümmer und so weiter. Jetzt werde ich das Ganze einmal aufzählen und dann könnt ihr auch da draußen schauen, ist das für euch oder ist es nicht? Viel Spaß mit dem Video, euer Kfz-Fuzzi. Jetzt fangen wir das Ganze natürlich an mit Boost. Das ganze Boost-Geschichte, so dass wir 400 PS erreichen, zähle ich euch jetzt einmal ganz kurz auf und sage, was es immer kostet. Es kann immer natürlich billiger sein, kann auch ein bisschen teurer sein, je nachdem, wie ihr es kauft, wo ihr es kauft und so weiter. Turbo kostet bei uns, China-Lader kostet 120 Euro, 100 Euro kostet der Krümmer, 120 Euro der Ladeluftkühler, dann gibt es Rohre, ne, ist individuell, der eine kann es selber bauen, der eine nicht. Ich sage ungefähr mal 200 Euro, dann haben wir nochmal 200 Euro Ladeluftmassenmesser, also Ladeluftmassenmesser, das ist der vom VH6, könnt ihr günstiger kriegen oder nicht, müsst ihr schauen. Dann haben wir 250 Euro einmal die Düsen, 630er Düsen sind verbaut. Ihr könnt es natürlich wiederum günstiger bekommen oder auch wieder nicht, wie ihr wollt. Dann gibt es die Pumpe, die 7 Bar, also die Kraftstoffpumpe, die 7 Bar fördert. Ne? Also, und das teuerste kommt jetzt natürlich, das ist einmal die Kupplung. Die Kupplung kostet ca. 1000 Euro. Ihr könnt es wiederum ein bisschen billiger. Genau diese Geschichte reicht vollkommen aus, damit wir die 400 PS fahren können. Wird ungefähr kosten ca. 2000 Euro. Da könnt ihr diese 400 PS fahren. Ja, was ihr natürlich gemerkt habt, es ist keine Optimierung dabei. Die Optimierung müsst ihr schauen. Der eine hat da einen, der eine hat dort. Ich habe mit dir zum Beispiel, mit dir nimmt... Ich sag mal, kommt immer drauf an, wie ihr es macht. Ab 550 Euro kostet das Ganze, kann ein bisschen mehr werden, günstiger auf jeden Fall nicht. Sagen wir mal 2,5. So, dann haben wir die Kategorie Motorzusammenbau, also Motor verstärken in dem Sinne. 220 Euro kosten die Ploy, 100 Euro die Kopfdichtung, 150 Euro Lagerschalen, 150 Euro Zahnriemen, könnt ihr auch weglassen, müsst ihr wissen. Dann haben wir noch mal 100 Euro Kleinmaterial, Ölfilter und so weiter. Dann haben wir die Kolbenringe, das sind ungefähr 150 Euro. Dann könnt ihr immer wieder ein bisschen Kleinmaterial rechnen. Rechnet ungefähr auch so ungefähr mit 1000 Euro. Wären wir bei 3500 Euro. Also jetzt kommt es drauf an, Jungs, für 3500 Euro einen Auto fahren, der 400 PS hat, das ist krass. Und das erstmal zu finden für diesen Kurs, kriegt ihr nicht. Und wenn, dann wird das ein Sauger sein, aber kein Turbo, weil das einfach viel zu viel ist. Und ihr müsst euch vorstellen, jetzt, wenn einer jetzt einen A3 umgebaut hat auf 400 PS, den wird ihr auch nicht für 3,5 kriegen. Unmöglich, glaube ich nicht. Und wenn, dann ist das sofort weg, weil das ein Schnapper ist. Ne? Und darum kommt es immer drauf an. Der eine wird sagen, ey, warum gibt der denn 4,5 oder 3 oder 4.000 Euro aus. Ne? Ist der doof? Nein, es geht nicht darum. Es geht bei Umbauten, also wer ein Auto liebt und diese Umbauten liebt, diese Geschichte liebt, dem geht es nicht um Geld, dem geht es um was zu erschaffen. Weißt du, was ich meine? Also die Leute, die das machen und selber fahren, die wissen dieses Gefühl, wie es ist, irgendwas zu bauen und halt selber zu fahren, weil das ist ein Gefühl, das gibt euch nichts wieder. Ehrlich, das ist schon krass. Deswegen da draußen, wenn einer oder andere echt mal einen Umbau machen will, bei 3.500 seid ihr ungefähr dabei. Ihr könnt natürlich Sachen noch günstiger kriegen. Bei der Kupplung zum Beispiel, was am teuersten ist. Ein Ladeluftmassenmesser könnt ihr vielleicht billiger holen irgendwo. Ja, das sind so Sachen, das sind jetzt grob einfach die Sachen, die ich einfach so im Laden kaufe. Habe ich euch aufgezählt. Ihr könnt natürlich da mal eine gebrauchte Kupplung holen, da mal vielleicht einen gebrauchten Luftmassenmesser, da gebrauchte Düsen und so weiter. Dann werdet ihr ungefähr auch bei 2000 Euro. Und jetzt stellt euch mal vor, für 2000 Euro sowas zu bauen. Das ist krass. Und das sucht seinen Gleichen. Und das ist geil.
finde ich. So, es war ein kleines Video für euch, damit die Leute ungefähr mal wissen, was ich dafür ausgegeben habe oder was ihr selber, wenn ihr es selber bauen wollt, was ihr ungefähr ausgibt. Ne? Natürlich, Krümmer und Ladeluft, Krümmer und Turbo sind China-Ware. Also denkt nicht, das ist jetzt High-End-Produkte, ne? Weil ihr könnt auch, da könnte auch eine Null drunter stehen. Ne? Das ist auch kein Problem. Einen guten Turbolader kostet 2.000, einen guten Krümmer, ne, wenn ihr einen echten Stoßaufkrümmer holt, ne, kostet auch mal so mit Edelstahl, was weiß ich, Ummantlung und so weiter, könnt ihr auch mal so 1.000, 1.500 Euro rechnen. Und dann noch ein Wastegate und so weiter, dann könnt ihr natürlich 4.000, 5.000 Euro dafür ganz, ganz ausgeben. Deswegen guckt immer, was ihr holen wollt, guckt, wie euer Budget ist und besorgt euch die Teile, baut es ein und ihr werdet glücklich. Das sage ich euch. Bis dann, euer Kfz-Fuzzi. Haut rein. Ciao.